Freunde, könnt ihr euch noch an diesen U-Bahnhof hier erinnern? Museumsinsel, einer der teuersten in Berlin, Deutschland. U-Bahnhöfe wie diese hier gibt es nicht noch einmal. Guckt euch das an. Herzlich willkommen, Six All in the Mix. Heute mal ein neues Video. Dachte ich mir, komme ich mal wieder her. Das ist hier komplett eine Touristengegend und das Gleisbett, wie ihr gerade hört, ist das Dio 5. Und das Gleisbett ist wirklich sauber. Hier ist absolut gar nichts. Hier werde ich zum Beispiel auch keine Spritzen finden mit irgendwelchen Junkies. Schauen Sie mal bitte den beleuchteten Tunnel an, wie das aussieht. Taschendiebe überall, oder was? So sieht es nämlich aus, Freunde. Ja. Schaut mal auf die Beleuchtungen hier. Heute zeige ich euch mal eine saubere Ecke. Guckt euch das an. Die Rolltreppen, die Beleuchtung. Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Weil ich gerade von da komme. Da kann ich euch auf der anderen Seite so die Beleuchtung zeigen. Zum Beispiel diese Lichter hier. An jedem Pfeiler, zwei Stück. Ja. Auf der anderen Seite auch. Schaut mal bitte. Schaut euch mal bitte an, wie das hier aussieht. Hier kannst du ruhig alles anfassen. Sorry, vorhin war ein bisschen lauter wegen der Bahn. Hier traue ich mich auch wirklich alles anzufassen. Ja, muss man vorsichtig sein. Ja, also es ist sauber hier. Das ist hier ein U-Bahnhof mit Sternenhimmel. Das ist der Hammer hier. Guck dich das an. Bitte, was geht hier ab? Das ist ein U-Bahnhof, Freunde. Mit Sternenhimmel wie bei einem Rolls-Royce. Schöner U-Bahnhof, wirklich. Futuristic, Bro. Das ist der Vibe. Kameras an jeder Ecke. Schöne, saubere Wände. Hier wird nichts beschmiert. Die passen nicht besonders gut auf. Ja. Touristengegend halt. Bänke sind in Ordnung. Kein Müll auf dem Boden, nichts. Schilder sind neu. Immer on top. Also hier ist nichts kaputt oder so. Das ist eine richtig krasse U-Bahn-Station. Wirklich, sehr, sehr krass. Ja. Schau mal bitte. Museumsinsel. Sehr, sehr luxuriös. Sehr, sehr luxuriös. Guckt euch bitte an, wie die Schienen aussehen. Sauber. Das Emblem, sauber. Sternenhimmel, sauber. Drumherum, alles sauber. Das ist schon krass. Was geht, Jungs? Alles okay? Ja. Was lungert ihr hier rum? Habt ihr morgen keine Schule? Ja. Habt ihr Schule, ja? Ja. Alles klar. Viel Spaß. Macht ihr Videos, oder was? Videos? Gerade nicht. Achso, aber ihr macht sonst Videos, oder? Ja, ich bin Blogger. Achso, du bist Blogger. Okay, haben die mich jetzt verarscht gerade? Ja? Nein, wir sind keine Blogger. Was genau machst du denn? Das war Spaß. Achso, das war Spaß, dann kommst du später bei mir an. Das heißt, du bist noch in der Matrix gefangen. Regen geht nicht. Leider. Ja, ja. Ich kam auch vorher nicht raus, aber irgendwann kommen wir da raus. Du. Passt auf euch auf, Jungs, ja? Dankeschön. No homo. Ciao. Die waren lustig, ja. Die armen Jungs. So. Weil guckt euch mal das mit dem U-Bahnhof an, das ist schon krass. Ja. Nicht nur an den Seiten die Lichter, sondern auch oben drüber. Ja, also es ist schon wieder ein paar Millionen, ist gut, ein paar Millionen. Wäre schön, wenn es ein paar Millionen kosten würde. Ich habe ja meine U-Bahn-Tour mal gemacht und euch diesen U-Bahnhof hier mal gezeigt. Ein paar Millionen ist okay, das sind ein paar hundert Millionen, die hier abgehen. Ja, also es ist, dieser U-Bahnhof ist sehr, sehr teuer, ein sehr spezieller U-Bahnhof. Ja. Ich muss ja nur mal googeln, was sie dafür ausgegeben haben. Ja. Und ist eigentlich sehr entspannt. Auch hier die Automaten sind sauber. Die Fahrscheine, Klickdinger sind sauber. Okay, ups, ist gerade am Ausfall. Aber ist ja egal. Guck mal hier, die ganzen Pads zum Bezahlen. Alles modern eingerichtet, ne? Hier musst du gar nichts mehr mit Bargeld mehr machen. So. Kannst ja immer noch, aber wir gehen mal ganz kurz hoch. Also hier werdet ihr keine Spritzen sehen oder Junkies hier rumliegen oder Pissecken oder irgendwas. Schau mal, ist komplett sauber. Hier ist nichts. Ja, selbst der Tunnel da hinten ist sauber beleuchtet. Guck mal, auch hier zum Beispiel die Ecken. Nichts. Komplett tipptopp. Hier wirst du keine Pissecke sehen. Das ist einer der saubersten und teuersten. Einer der teuersten. Ich glaube, der teuerste ist Bundestag. Ja, da wo damals die Frau Merkel gesessen hat. Jetzt der Herr Scholz, glaube ich. Ja, die Ostbocke. Auf jeden Fall
Ja. Hier auch auf der Seite. Also ich sehe absolut gar nichts. Ich sehe nichts. Auch Geheimgänge, guck mal hier mit der Tür und so, krass. Ja, also hier geht's auch unterirdisch auf. Ja. Hier gibt es auch unterirdisch Wege hier auch, auf jeden Fall. Ja. Heftig, auch diese ganzen Steine wie Granit oder Marmor, was auch immer das ist. Es ist echt. Also es ist echt und es ist hart und es ist teuer. Das sieht teuer aus. Wir gehen mal ganz kurz zu den Zwischenbeleuchtungen auf der Straße, sage ich. Am U-Bahnhof, wenn man hochkommt, schaut mal bitte auch hier die Beleuchtung. Seht ihr das? Das alles ist hier kein Zufall, wurde nicht dem Zufall überlassen. Die Treppen sind sauber, keine Graffitis an den Treppen, nichts. Ja, gar nichts. Ah ja, guck mal hier, wenn Graffiti reinkommt, wird sofort weggewischt. Das war mein Graffiti. Die U-Bahn, die hier fährt, die U5, sind immer neu. Die neuesten U-Bahnen, die hier rumfahren. Hier ist es wirklich wie so eine Art Kommandozentrale. Guck mal bitte, wie viele Lichter. Es fehlt nur so ein Podest, so eine ganz große, Bühne. Dann hast du deinen Rechner oben drauf und dann kannst du hier streamen oder chillen. Die Beleuchtung ist sehr, sehr gut. Das Internet hier unten ist sehr, sehr stark. Ich werde gleich noch das Video hier unten hochladen. Hier unten lade ich direkt hoch. Wir haben ein krasses Internet hier. Ohne Scheiß. Kameras an jeder freaking Ecke. 1, 2, 3. Überall. Überall Kameras. Überall. Schaut euch bitte die teuren Beleuchtungen an. Was geht hier um sauber? Kein Fleck. Nix. Ja, schon krass hier auf jeden Fall. Das ist einer der teuersten. Ein paar hundert Millionen, glaube ich sogar. Nicht ein paar Millionen. Schaut mal, die Tafel mit den Stationen, die Anzeigetafel ist auch sehr, sehr sauber. Ein wunderschöner Bahnhof, ein sehr teurer. Die Jungs verfolgen mich jetzt. Mann, Jungs und Kids, lungert nicht durch. Sucht euch eine Beschäftigung, nutzt eure Zeit, sage ich immer. Die neue Generation ist halt ein bisschen anders, die checken es nicht. Die gucken mal nach außen, anstatt für sich selbst was zu tun. Das ist nun mal so. Ich glaube, unter 30 die Leute sind alle so ein bisschen, die neue Generation ist done. Die sind alle done, weiß ich meine. Schau mal hier, die Beleuchtung auch, sie sind wunderschön auch an den Ecken. Guckt mal bitte die Rolltreppe an, was hier abgeht. Das ist alles, guck mal, die sagen ja immer, Deutschland hat keinen Strom, ne? Irgendwann gibt es Stromausfall. Dann wisst ihr aber auch warum. Hier ist alles beleuchtet, an jeder freaking Ecke. Schau mal hier. Das ist das neue Palast der Republik, glaube ich. Die haben das alte mal abgerissen. Da haben die was Neues hier raufgeknallt. Das ist jetzt schon neu, das ist fake sozusagen. Ist nicht mehr alt. Die haben es aber so im alten Stil gemacht. Da hinten der Berliner Dom. Museumsinsel auf der anderen Seite. Ein wunderschöner Bahnhof, wirklich. Schau mal, wie beleuchtet das Ganze ist. Sauber. Die Rolltreppen sind sauber. Hier sehe ich nichts an den Kanten. Gar nichts. Alles strahlt. Auch die Treppen, wenn ihr euch mal kurz die Treppen anguckt. Nichts. Nicht mal ein freaking Schnipsel hier. Gar nichts. Die Touristen leben besser wie wir. Also die Touristen benehmen sich hier auch. Keiner schmeißt hier was auf den Boden. Daher, dass es hier so schön aussieht und sauber ist. Ja. Wir gehen nochmal ganz kurz runter zu den Sternenhimmel. Die Station etwas näher anzusehen, nochmal die Station zu checken. Guck mal, wie das aussieht. Einmal 360 Grad. What's going on, Alter? Da hinten auch auf der Seite ist genauso das Spiel. Mit beleuchteten Treppen und sauberen Rolltreppen vor allem. Stark. Und dann kommst du hier so runter und fährst mit der U5. Schaut euch bitte an, was das eigentlich für eine Energieverschwendung ist. Ohne Ende. Guckt euch das an. Die Steine sind sehr, sehr teuer, die Qualität hier, ne? Also von der Station. Das ist ja alles echt. Ne? Das ist kein Plastik, das sind echte Steine. Ja, sehr interessant, eine richtig coole Gegend. Und dann kommst du so runter, nochmal mit dem Sternenhimmel. Das ist so geil. Schaut mal. Heftiger geht's nicht, Freunde. Diese Station ist unbezahlbar. Berlin hat schon sein eigenes Stil so, in einigen Sachen. Das kannst du nicht noch einmal nachbauen, so im Stil. Museumsinsel.
Sehr, sehr cool. Die Station ist ja auch neu. Die gibt es erst seit einigen Jahren nur. Einigen paar Jahren. Ist jetzt wirklich nicht so alt. Ist neu. Die Station ist neu. Mal sehen, wie die Station in 10 Jahren aussieht. Aber die ist ja schon ein paar Jahre alt. Deswegen, von daher glaube ich, wird sich hier nichts verändern. So. Es wird hier nicht dreckiger oder ekliger werden. Abgesehen davon kann hier nicht jeder wohnen. Hier in der Nähe ist es zum Beispiel sehr teuer. Das ist direkt die Mitte. Berlin-Mitte. Hier zu wohnen. Bro, ich würde hier in der U-Bahn wohnen. Ganz ehrlich. Wir haben noch einen Kiosk mit drin eingebaut. Oder gehst hier hoch. Um die Ecke kann man auch einkaufen gehen. Keine Ahnung. Ein Bett hinstellen. Ein Computer. Das war's, Alter. Ja, hier kannst du auch im Winter hausieren. Im Winter ist es sehr warm hier. Ich würde hier wohnen, ohne Scheiße. Wenn das alles hier erlaubt wäre, würde ich hier wohnen. Ja? Scheiß drauf, wenn die Leute sagen Penner oder Obdachloser. Ich würde mir genau hier in die Mitte ein riesengroßes Bett hinstellen und dann hierhin so einen richtig großen Fernseher raufklatschen und hier einfach rumhängen, Alter. Ist mir doch egal, was die Leute sagen. Ab 1 Uhr ist hier eh geschlossen. Und dann ist das ganze Zimmer meins, Alter. Richtig gemütlich und gut beleuchtet hier, auf jeden Fall. Ja, also, das hat hier Gelder verschlungen, das wollte ich nicht wissen. Das Ding ist schon, ach, fuck man. Ja, also komplett eine andere Welt, wenn man jetzt vergleichen würde zu Hermannplatz. Hermannplatz und dann Museumsinsel. Guckt euch bitte an, wie viele Millionen hier stecken. Mehrere Millionen, ich glaube mehrere hundert. Ja, 100% sind das mehrere hundert Millionen. Ja, also so viel Steine und so viel Aufmachung hier. Ja, sind ja meterweise Lichter hier. Das kostet alles Geld, dann die Beleuchtung. Das ist alles Schweinegeld, Bruder. Wer soll das bezahlen? Wir, Merkel. Ja. Wurde ja zur Merkel-Zeit gebaut, ne? Schaut mal. Hier komme ich sehr gerne auch Fotos machen. Ihr seht ja auch auf meinem Profilfoto auf Instagram oder auf TikTok, dass ich dieses Bild hier verwende mit den drei Brillen, also drei Gläsern. Und das Foto wurde zum Beispiel hier gemacht, weil die Aufmachung so cool ist. Schaut mal. Ich werde auch hier ein Foto machen gleich, wenn das Video vorbei ist. Ja, ist schön, wunderschön. Mehr kann ich nicht sagen, das war's. Wir sind durch. Ja. Schau mal, die U-Bahn. Kompletter Touristenort. Wunderschöne Ecke. Ich danke euch. Das war's mit dieser Reise. Six all in the mix. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Danke euch, dass ihr mit dabei wart auf der Reise. Ich bin draußen. Haut rein. U-Bahnhof, Museumsinsel, U5. Grüße aus Berlin-Mitte. Wunderschöne Ecke.